Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr habt richtig im Titel gelesen, wir testen, ich glaube, eine der teuersten Foundations, die in meinem Gesicht irgendwann jemals gelandet ist, aus einem einzigen Grund. Wir haben einen Knall. Ich habe knapp 200 Euro bei Gucci gelassen, mehr, um euch zu zeigen, ob High-End, also luxuriöses High-End-Make-up, den Preis wert ist. Und in den letzten Videos haben wir oft festgestellt, dass es nicht unbedingt so ist, aber Gucci ist vor einer Weile mit Make-up rausgekommen. Ich erzähle euch so ein bisschen Tee, ich erzähle euch so ein bisschen meine Meinung zu Fashion-Brands, die mit Beauty-Produkten rauskommen. Wenn ihr wissen wollt, wie die Foundation ist, dann bleibt einfach dran. Auch in diesem Video gibt es wieder ein kleines Secret-Giveaway. Zählt einfach, wie oft dieses Symbol hier in diesem Video auftaucht. Das zählt nicht mit. Und ich verlose dann ein Make-up-Paket an euch mit einem ganz besonderen Produkt. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das kostet euch nichts und bedeutet mir die Welt. Und jetzt, Freunde, geht es los. Gucci ist ja vor, ich glaube, einem Jahr ungefähr, schon mit Pudern, Mascara, so einem durchsichtigen Gel und einem Augenbrauenstift rausgekommen. Habe ich alles gekauft, habe ich euch nie gezeigt, außer die Mascara und das Puder. Das Packaging von diesen Gucci Beauty Produkten ist fantastisch. Das muss ich sagen. Ganz ehrlich, bei dem Preis, was man aber auch dafür zahlt, ist das das Mindeste, was ich erwarte. Ich will einen ganz kleinen Disclaimer am Anfang setzen, weil ich weiß, dass es viele immer so ein bisschen verwirrt, wenn ich auf einmal High-End-Make-up zeige. Ich bin immer Tim Günstmaus und es wird wahrscheinlich auch die nächsten Jahre so bleiben. Aber um zu wissen, wie gut Drogerieprodukte im Vergleich zu High-End-Produkten sind, muss ich natürlich auch High-End-Produkte testen. Und das macht mir natürlich auch Spaß. Und am Ende möchte ich natürlich auch die Sachen machen, die mir Spaß machen. Deswegen bin ich gespannt, was wir hier in mein Gesicht zaubern können. Ich weiß nicht, warum ich schon wieder so rot bin. Es sind 2 Grad draußen, hier drin sind 47 Grad. I can't. Ich habe mir 2 Foundations und den Primer bestellt. Und das ist einmal dieses Schätzchen hier. Der Primer hat 52 Euro gekostet, die Foundations jeweils 58. Die Puder von Gucci kosten auch so um die 55 Euro, allerdings halten die ewig. Und wir machen heute ein First Impression. Wir tragen die Foundation jetzt einmal auf. Ich nehme euch im Laufe des Tages nur so ein bisschen mit. Und morgen machen wir einen Langzeittest. Es ist nämlich jetzt schon 11:30. Ich denke mal, dass das Make-up dann um 12 auf meinem Gesicht sein wird und ich es um 20 Uhr erst wieder abmachen werde. Das sind dann schon ganze 8 Stunden. Und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze ausgeht. Ihr könnt mir jetzt gerne einmal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, wie die Foundation in meinem Gesicht halten wird. Die Foundation gibt es in 40 Shades und man kann online auch einen Foundation Shade Matcher machen. Guess what? Es hat nicht geklappt. Ich bin aber im Moment auch so ein bisschen tanned, deswegen schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert. Als erstes tragen wir den Primer auf. Das ist das Serum de Beauté Fluid Soyeux Silk Priming Serum. Das soll dazu einfach, ist ein Primer. Packaging auch hier fantastisch. Ich liebe diese Farbe. Ich habe es probiert, mit dem Hintergrund so hinzukriegen. Hat nicht ganz so gut geklappt. Das Ganze kommt in gefrostetem Glas. Fühlt sich sehr hochwertig und sehr schwer an. Wir haben einen Pumpspender, finde ich gut. Und kommt gleich raus. Muss hier nicht eine Stunde pumpen. Der ist ganz leicht parfümiert, riecht so wie das Puder. Ich muss sagen, ich mag den Geruch von den Gucci Make-up-Produkten sehr gerne. Das ist nicht so ultra parfümiert. Es geht so ganz leicht in diese Nivea-Richtung vom Geruch her. Nur so ein bisschen wie Nivea, wo man so 100 Euro reingeraspelt hat. Also es fühlt sich im Gesicht und auf der Hand sehr gut an. Es zieht recht schnell ein. Ich habe jetzt auch nur eine kleine Schicht aufgetragen. Ich bin gespannt, was die Foundation kann, denn das, was ich online gesehen habe, also ich habe noch gar keine Reviews dazu gesehen, aber die Bilder von Trendmood, glaube ich, das war eher so soft. Ich habe sie vorhin aber geswatcht und ich fand sie gar nicht so soft. Also der Primer fühlt sich sehr gut an. Er trocknet auch so ein bisschen runter und wird dann eher so ein bisschen seidig matt. Das Einzige, was ich bei gefrostetem Glas nicht mag, ist, sobald ihr schmierige Hände habt, und das habe ich jetzt, ist dieses Gefrostete weg. Ne? Also das ist dann durchsichtig. Seht ihr den Unterschied? Ich habe jetzt hier die Farbe 210C Fair Medium. Die Farbrange war sehr gut, muss ich sagen. Also wir hatten viele sehr helle, aber auch viele dunkle Farben mit dabei. Foundation sieht einmal so aus. Könnte eventuell passen. Wir nehmen einfach gleich die dunkle, oder? Und wir tragen die Foundation als erstes mit einem Pinsel auf. Ich benutze dazu von BH Cosmetics aus der Weekend Vibes Kollektion die 02.
Und wir schauen mal, was die Foundation kann. Ich mache wie immer eine halbe Seite als erstes. Okay, sie ist sehr hell. Okay, ich habe euch gleich ein kleines Stückchen herangeholt. Also ich muss sagen, ich habe gedacht, dass die Foundation eine geringere Deckkraft hat. So ist es wirklich eine Medium Coverage. Also ich habe jetzt zwei Pumpstöße ungefähr verbraucht. Ich habe natürlich aber auch mit einem sauberen Pinsel gearbeitet. Und wenn Pinsel sauber sind, dann verbrauchen die natürlich auch noch ein bisschen mehr. Ich nehme jetzt noch mal ein bisschen was und mache mal meine Stirn. Also schaut mal, ihr seht, die Deckkraft mit dem Pinsel ist sie sehr, sehr hoch. Und dann kann ich sie so ein bisschen ausblenden. Ich habe euch jetzt noch mal auf eine akzeptablere Entfernung gesetzt. Einfach, dass ihr auch noch mal das Gesamtergebnis seht. Also ich muss sagen, die Deckkraft, ich schaue mir das jetzt noch mal von nahem an, ist recht gut. Das Finish ist tatsächlich wirklich so ein Semi-Matt, ne? Also das ist nicht dewy, das ist eher so ein Natural Finish, ne? Ich sehe noch so ein paar Streifen, das liegt aber an der Textur der Foundation. Wenn Foundations einen höheren Puderanteil, also ein bisschen trockener, matter sind, dann sieht man auch eher so ein paar Stripes, weil sich die nicht so gleichmäßig miteinander verbindet. Ich nehme jetzt nochmal meinen Beauty-Schwamm in Zusammenarbeit mit Luvia und gehe hier einfach ein bisschen rüber. So, Freunde, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich irgendwie einen Vergleich habe. Vom Finish her würde ich sie tatsächlich mit der NYX Kenstar Bone Stop Foundation vergleichen. Dann ist sie doch recht matt, ne? Also das ist ein semi-mattes Finish. Kann ich mir gut im Sommer vorstellen. Da habe ich natürlich jetzt die falschen Farben für. Oder wenn es etwas ein bisschen feuchter draußen ist. Aber sie sieht sehr schön aus. Ihr könnt mir jetzt gerne aber einmal in die Kommentare schreiben, ob diese Foundation bis jetzt zumindest den Preis wert ist. Wir machen im Schnelldurchlauf einmal den Rest meines Make-ups. Ich benutze dazu heute mal den Fenty Concealer. So viel brauche ich nicht, weil sie hat tatsächlich wirklich gut meine Augenringe kaschiert. Okay, ich habe ein bisschen meinen unteren Augenbereich gesettet und lass ihn kurz baken. Ich möchte jetzt mit euch das Gucci Puder benutzen. Ich habe das in zwei Farben. Einmal in der 11, das ist normales Puder. Es gibt mittlerweile auch Bronzer von Gucci. Er war in meinen Jahresfavoriten drin. So gerne mag ich dieses Produkt. Das Packaging, es ist so super edel, dass es. Also, ich bin Team Günstmaus, ne? Aber wenn ich so ein Ding hier habe und benutze, gebe ich lieber gerne mehr Geld für sowas aus, wo ich ein schönes Packaging habe. Danach kann ich, weiß ich nicht, wenn es leer ist, kann ich hier meine Ringe reinmachen oder was weiß ich, ne? Da denke ich so ein bisschen weiter. Wenn das Ding leer ist, ist es leer. Dann ist es weg. Und das ist am Ende nur Glas. Und dann habe ich das Ganze auch noch in der 03. Das ist das Puder in meiner Farbe. Sehr, sehr schön. Auch das hat einen ganz, ganz leichten Schimmer drin, ne? Also das ist kein komplett mattes Puder. Ich gucke mal, ob ich euch das. Nee, das kann man nicht swatchen. Also das ist ganz zart schimmernd. Es sieht sehr natürlich auf der Haut aus. Und damit sette ich jetzt so ein bisschen das restliche Gesicht. Also ihr seht, auf der Stirn habe ich noch nichts gemacht. Da sieht man so eine ganz leichte Bewegung, obwohl die Foundation recht matt ist. Und ich sette damit jetzt einfach eine ganz dünne Schicht Puder hier komplett rüber. Und so sieht das Ergebnis dann einmal gesettet aus. Also ihr seht von diesem Schimmer eigentlich nichts. Nur wenn wirklich direktes Sonnenlicht draufstrahlt, dann sieht man so ein bisschen, ja, gesünder aus. Ich mag den Bronzer tatsächlich, beziehungsweise das Puder in einer dunkleren Farbe lieber. Den Bronzer habe ich noch nicht getestet. Gucci, hi. So sieht der einmal aus. Das ist die 11 und den tragen wir uns einmal auf. Schaut mal. Zack. Und jetzt kommt wieder mein Magic Trick, wie ich es schaffe, eine Foundation, die viel zu hell ist, an meinen restlichen Körper anzupassen. Und so sieht das Ergebnis einmal fertig gesettet und mit Bronzer verteilt aus. Ich gehe jetzt hier nochmal ein bisschen unter meinen Augen lang, einfach um das so ein bisschen aufzuhellen. Ganz ehrlich, also bis jetzt sieht es aus wie immer, aber sehr. Ja, doch, sieht gut aus. Also. Ich habe jetzt nichts, wo ich sagen würde, gefällt mir jetzt irgendwie nicht. Also ich muss sagen, auch vom Nahen, das sieht schon sehr nach Haut aus. Also es ist jetzt nicht extrem trocken, es ist jetzt nicht extrem ölig, es ist ein natürliches Finish. Ich mache einmal ganz kurz mein Make-up komplett fertig. Ich benutze dazu auch die Gucci Mascara, die mag ich sehr, sehr gerne, die ist wirklich gut. Wo ist sie denn? So sieht die einmal aus, auch farblich im selben Design. Das Bürstchen ist toll, sie macht sehr, sehr dicke, lange Wimpern, zeige ich euch gleich. Und das ist einmal das komplette Ergebnis. Gefällt mir sehr, sehr gut. Tolle. Deckkraft hat völlig ausgereicht. Ich glaube, ich muss selber so ein bisschen davon wegkommen, immer Full, 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 Full Coverage zu tragen. Ich kann mittlerweile auch ein bisschen weniger Deckkraft tragen und. Sie hatte ja nicht wenig Deckkraft, ne? Aber sie sieht sehr, sehr natürlich auf der Haut aus. Also vom Finish bis jetzt. Ultra fein. Der Porenbereich hier sieht sehr auf weich gezeichnet aus.
Kann am Primer liegen, kann an der Foundation liegen oder an beidem. Bis jetzt aber ganz gut. Eine Sache wollte ich euch aber noch erzählen und die hat mich in den letzten Tagen, als ich die Bestellung gemacht habe, so ein bisschen beschäftigt. Und ich habe mich gefragt, warum kommen diese Ultra-High-End-Luxusmarken wie Gucci, wie Hermes, wie, was gibt's noch, Yves Saint Laurent und so mit Make-up raus? Und das ist eigentlich ganz einfach. Es ist einfach super lukrativ und Kosten und Einnahmen sind viel, viel größer. Produktionskosten und Gewinn, die Spanne ist viel, viel größer für die Marke, wenn sie Beauty produziert, als wenn sie eine Handtasche produziert. Eine Foundation kostet 58 Euro im Verkauf. In der Produktion maximal. Mit Packaging vielleicht maximal 7. Maximal. Und das ist schon wirklich übertrieben. Sie produzieren ja aber nicht nur eine Foundation, sondern die produzieren mindestens 500 Liter auf einmal. Und dann könnt ihr euch das so ein bisschen ausrechnen. Sie zahlen 7 mal 500, ist ein bisschen weniger. Die Kosten, um diese Foundation zu produzieren, insgesamt als Batch, ist viel, viel geringer, als eine Handtasche zu produzieren, sie zu verkaufen und noch die Dame im Laden zu bezahlen oder den Herrn, der das Ganze verkauft. Die Gewinnspanne ist also viel, viel größer für Beauty-Produkte. Die Lebensdauer so eines Produkts ist ja auch noch viel kürzer. Also die Foundation hält, wenn du sie jeden Tag benutzt, vielleicht 2 Monate, dann kaufst du sie wieder eine neue. Die Tasche hält hoffentlich 20 Jahre. Ich glaube, ihr könnt mir da so ein bisschen folgen. Und deswegen gehen diese Luxusmarken immer mehr in diesen Beauty-Bereich rein, weil es immer weniger Leute gibt, die viel Luxusprodukte kaufen, aber viel mehr Leute gibt, die viele Luxus-Make-up-Produkte kaufen. Ich starte jetzt in den Tag. First Impressions gefällt mir gut. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich frisch. Wir setten das Ganze nicht heute mal. Ich bin nämlich gespannt, wie das Ganze einfach so hält. Und dann würde ich mich jetzt im Laufe des Tages nochmal melden. Ansonsten sehen wir uns hier gleich wieder morgen. Okay, Freunde, es ist 18 Uhr. Ich habe mich den ganzen Tag nicht mehr bei euch gemeldet. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. I'm sorry. Aber kommt mal ein Stückchen näher ran. Also, ganz ehrlich, jetzt wo so diese Öle leicht durchgekommen sind, sieht das so, so schön aus. Mein Concealer hat hier so ein bisschen versagt, aber es sieht einfach aus wie Haut. Meine Lippen sind ein bisschen trocken. Schaut euch das so an. Ich sehe aus, als wäre ich nicht gesch also, ich habe vorhin ein bisschen gepennt, deswegen sehe ich so ein bisschen verkruschelt aus. Aber das Krasse ist, ich hatte das Gefühl, oder das erste Mal das Gefühl, dass ich nicht geschminkt bin. Und ich trage ja sehr viel Make-up und ich habe auch immer das Gefühl, dass ich viel Make-up im Gesicht habe. Aber es fühlt sich nicht so an, als wäre ich geschminkt. Das ist total verrückt. Und der Effekt ist wirklich, wirklich schön. Jetzt nach 6 Stunden, 6,5 Stunden. Iconic. Wir machen weiter am nächsten Tag, Freunde. Ich habe die Foundation jetzt schon wirklich gut getestet und ich muss sagen, ihr habt es auch im Update gesehen, sie sah am Ende des Tages wunderschön aus. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die Haut weich gezeichnet war. Die Poren waren so ein bisschen glatter gebügelt. Das ist genau das, was wir wollen. Heute probieren wir das Ganze aber einmal ohne diesen Primer. Also der war wirklich gut, muss ich sagen. Habe ich das Gefühl, ihr hattet das ja auf den Lippen gesehen. Es fühlte sich so ein bisschen glatter an. Und ich habe das Gefühl, dass es die Poren auch ein bisschen glatter gemacht hat. Wir probieren auf der einen Seite heute keinen Primer. Auf der anderen Seite benutzen wir den Hydro Grip Primer von Milk. Den kennt ihr schon, den mag ich sehr, sehr gerne. Der ist jetzt auch echt bald durch. Viele von euch werden den sicherlich auch haben. Ist ein gutes Produkt, um Foundation so ein bisschen länger haltbar zu machen, finde ich. Wir schauen einfach nochmal, wie die Foundation heute im Laufe des Tages hält. Ihr seht das Video auch morgen und ich kann euch dann nochmal so ein kleines Update mit reingeben. Aber Fazit war, es war wirklich sehr, sehr gut. Und das ist. Ich mag es eigentlich nicht, wenn Produkte, die teuer sind, gut sind, weil ich dann immer das Gefühl habe, dass ich euch unter Druck setze, dass ihr Geld ausgeben müsst. Aber um Gottes Willen, niemals. Ich will ja einfach nur, dass ihr seht, wie Produkte funktionieren, falls sie euch interessieren. Und es gibt ja auch Leute, die nicht meinen Kanal abonniert haben, die wirklich nach Produkten suchen und dann eine Review suchen. Auf der anderen Seite muss ich aber einfach gucken, ob sie mit einer anderen Foundation mithalten kann. Und ich habe das Gefühl, ein gutes Dupe dazu ist auf jeden Fall bis jetzt zumindest vom Gefühl her die NYX Canstar Bronzer Foundation. Wir tragen die Foundation wieder auf. Ich gebe mir einfach so ein bisschen was in die Mischplatte rein.
Und wir probieren heute auch mal einen anderen Schwamm. Das ist dieser Mikrofaser-Sponge, den ich ja auch eine ganze Weile sehr gerne genutzt habe. Ich will aber gucken, ob der die Deckkraft noch so ein bisschen erhöht, weil der halt gar nichts aufsaugt. Was für manche gut ist. Meistens ist es halt sehr, sehr cakey, finde ich. Okay, es ging super, super schnell und es ist immer noch das gleiche Ergebnis. Jetzt sieht das Ganze noch sehr feucht aus. Sobald das runtertrocknet, wird es dann natürlich ein bisschen matter. Deswegen beeile ich mich jetzt ein bisschen, um einfach alles zu verteilen. Und dann zeige ich euch gleich nochmal das fertige Ergebnis. Und so sieht das Ganze einmal fertig aus. Ich habe ganz normal wie gestern auch Puder, Bronzer, Blush. Ich habe es nicht gesettet. Wir starten jetzt nochmal in den Tag 2. Ich sehe bis jetzt ehrlich gesagt keinen Unterschied. Wenn ihr einen seht, schreibt es mir gerne einmal unten in die Kommentare. Ja, gefällt mir immer noch sehr, sehr gut. Kann ich nichts zu sagen. Ich bin gespannt, wie sie ohne den Primer hält. Und wir starten in den Tag. Und nochmal ein kleines Update von der Foundation. Es ist jetzt 16 Uhr, die Sonne geht gerade unter. Ich stehe direkt am Fenster. Foundation, es sieht alles fantastisch aus. Ich finde, dass die Seite mit dem Hydro Grip Primer, also die, die ihr jetzt gerade seht hier, ein bisschen feuchter aussieht als die linke Seite. Ist aber auch ganz klar, denn der Hydro Grip Primer ist feuchtigkeitsspendend. Fazit der ganzen Aktion, Freunde. Alles hat super funktioniert. Eine sehr, sehr tolle Foundation mit etwas leichterer Deckkraft mal, aber trotzdem völlig genügend. Der Primer ist fantastisch. Also wenn ihr so ein bisschen Poreblurring braucht und ein bisschen mattierend, sehr, sehr schön. Ich würde die Foundation und den Primer eher für ja, normale bis ölige Haut empfehlen. Falls ihr trockene Haut habt, würde ich euch einen feuchtigkeitsspendenden Primer wie den Hydro Grip Primer empfehlen. Aus der Drogerie gibt es den Tensational Primer von Catrice. Der würde damit sehr gut funktionieren, denke ich. Aber ein sehr schönes Ergebnis. Ich bin gespannt, was ihr zu der Foundation sagt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein kleines Update und ein kleines Kommentärchen in der Kommentarabteilung da unten. Und ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart. Ich würde vorschlagen, wir sehen uns Freitag mit einer neuen Limited Edition von Essence wieder. Passt auf euch auf!